lange auf diesen Moment gewartet. Oh mein Gott. Ich bin gerade, glaube ich, der glücklichste Buchmensch auf der Welt. Ich halte tatsächlich den dritten Band der Illuminae-Akten in meinen Händen. Und ich dachte, das wird vielleicht niemals in meinem Leben mehr passieren. Jetzt ist der Moment gekommen. Ich kann es absolut nicht realisieren. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Seit angekündigt wurde, dass das Buch doch noch übersetzt wird, fiebere ich auf diesen Tag hin. Und jetzt habe ich es in meinen Händen. Und es ist einfach, oh, es ist so wunderschön. Schaut euch dieses unfassbar hübsche Buch an. Ich freue mich so sehr. Ich wollte eigentlich noch unbedingt den ersten und zweiten Band rereaden, weil ich dachte, ja, ich habe ja jetzt noch so lange Zeit, bis der dritte rauskommt. Habe ich irgendwie nicht geschafft. Werde ich jetzt auch nicht machen. Ich werde gleich mit dem Buch starten. Also, wow, guckt euch diese Schönheit an. Es ist so, so hübsch. Es ist viel dünner, als ich erwartet habe. Okay, es sieht gar nicht so dünn aus, aber es ist schon deutlich dünner als der zweite. Und sie haben jetzt auch diese Folie weggelassen. Finde ich ein bisschen schade, weil jetzt passt es nicht mehr so gut zu den ersten beiden Teilen. Aber an sich natürlich umweltaspektlich sehr vorbildlich. Trotzdem finde ich, hätten sie jetzt beim dritten Band auch lassen können. Also es ist halt immer ein bisschen nervig, wenn Reihen nicht einheitlich sind. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich bin so froh, dass das Buch jetzt noch auf Deutsch rausgekommen ist, dass ich es jetzt endlich, endlich lesen kann. Ich bin mittlerweile auf Seite 56 in Obsidio und es ist wieder so, so unglaublich gut. Ich habe schon so viel geschmunzelt und mitgefühlt. Ich musste so oft lachen. Amy Kaufman und Jack Kristoff schaffen es einfach, ihren Protagonisten so eine wundervolle Art von Humor einzuhauchen und dadurch bekommen sie so viel Charakter und ich liebe sie einfach alle so, so sehr und es ist so schön, sie jetzt alle wieder zu treffen und zu sehen, wie jetzt so alle Handlungsstränge zusammenfließen, denn es geht ja in jedem Band um andere Charaktere, also wir verfolgen in jedem Band ein Paar und auch hier gibt es wieder ein neues, aber nun binden sich halt diese ganzen Handlungsstränge zusammen und sie treffen sich auch gegenseitig und es ist so, so cool und ach, ich liebe es einfach total. Ich muss sagen, ich merke zwischendurch immer mal wieder, dass ich schon viel vergessen habe, einfach weil die Geschichte so unfassbar komplex ist und durch sehr, sehr viele spezielle Begriffe auch ausgedrückt wird. Also es gibt einfach super viele Namen und Fachbegriffe und alles Mögliche, dass ich manchmal leider nicht mehr so richtig durchsteige. Ich habe wirklich auf den ersten 20 Seiten richtig Panik bekommen und dachte, oh nein, ich muss jetzt erstmal die ersten beiden Bände nochmal lesen, ich verstehe hier gerade gar nichts. Aber der Nebel lichtet sich so langsam. Ich glaube, ich werde es auch so hinbekommen. Ich habe auf jeden Fall wieder die Charaktere so halbwegs auf einer Kette. Und ja, deswegen, ich hoffe, dadurch wird mir jetzt nichts von meinem Leseerlebnis geklaut, dadurch, dass ich halt nicht mehr jedes kleinste Detail im Kopf habe. Aber bis jetzt liebe ich es auf jeden Fall sehr und ich freue mich so, so sehr weiterzulesen. Ich habe echt Angst. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze hier ausgehen wird. Und ich freue mich einfach nur. Und ich muss sagen, dass dieser Band auf jeden Fall bisher deutlich ruhiger ist als die ersten beiden Bände. Also bei denen ging es irgendwie schon ab Seite 200 richtig rasant los und war durchweg spannend. Hier ist es ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr Ruhe vor dem Sturm irgendwie. Was das Buch auf gar keinen Fall schlecht macht, geschweige denn langweilig. Es ist trotzdem super spannend und es passiert auch die ganze Zeit irgendwas. Es ist halt irgendwie nur noch nicht so rasant,
wie in den ersten beiden Bänden. Vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung, aber irgendwie kommt es mir so vor. Also ja, es ist bis jetzt noch nicht so, dass ich ja so komplett an die Seiten gefesselt bin. Trotzdem liebe ich es total. Es ist so unfassbar gut. Die ganzen Protagonisten und Charaktere sind richtig, richtig toll. Ich muss ehrlich sagen, dass die beiden, die jetzt neu sind, mir irgendwie noch nicht so richtig geläufig geworden sind. Ich weiß nicht, aber irgendwie springt es halt immer so ein bisschen zwischen zwei Kulissen und deswegen kriegt man von denen irgendwie gar nicht so viel mit. Deshalb, ja, weiß ich noch nicht so richtig, mit wem ich es hier eigentlich zu tun habe. Trotzdem, die alten Charaktere sind halt einfach so, so cool und so grandios und ich liebe sie sehr. Deswegen, ja, es ist einfach richtig toll. Und ich habe echt Angst. Ich denke mal, dass es jetzt wahrscheinlich dann bald so langsam Richtung Finale geht und wir die volle Ladung Spannung bekommen. Deswegen, ich werde jetzt weiterlesen. Ich bin super gespannt und halte euch auf dem Laufenden. Ich habe Obsidio beendet. Irgendwie ging mir das viel zu schnell. Ich habe das Gefühl, ich habe das Buch gar nicht richtig aufnehmen können, so schnell, wie ich es gelesen habe. Also ich habe es wirklich innerhalb von wenigen Sitzungen komplett durchgesuchtet und es ist irgendwie wie in so einem Film an mir vorbeigerauscht und oh, ich bin so traurig, dass die Geschichte jetzt vorbei ist. Ich muss sagen, dass das Buch ganz anders war als die anderen beiden Bände der Trilogie. Es war irgendwie, also es ist keine ruhige Geschichte, aber es war einfach nicht so spektakulär wie die ersten beiden Bände. Ich weiß gar nicht richtig, wie ich das erklären soll, weil auch hier die ganze Zeit was passiert ist und die ganze Zeit Drama war. Aber irgendwie war es nicht so nervenaufreibend und es gab nicht so viele unerwartete Wendungen. Ich weiß nicht, ich kann euch das gar nicht richtig erklären. In diesem Buch hier lag der Fokus auch viel weniger auf den Charakteren. Einfach weil es wahrscheinlich auch viel zu viele waren, weil eben alle zusammengekommen sind und sich für das letzte große Finale quasi zusammengeschlossen haben. Und dadurch ging es hier halt einfach nur um die Handlung und wie die ganze Geschichte abgeschlossen wurde. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb mich das Buch jetzt nicht so sehr emotional mitgerissen hat wie Gemina zum Beispiel, also der zweite Band. Einfach weil wir nicht so viel von den Charakteren hatten und das halt das war, was ich an Gemina so sehr geliebt hatte, weil die Protagonisten einfach so unfassbar toll sind. Und das hat mir nicht unbedingt gefehlt an diesem Buch, aber das hat halt dafür gesorgt, dass ich emotional nicht so sehr integriert war in diesem Buch wie bei dem vorherigen Band. Ich bin nicht so begeistert wie nach dem Lesen des zweiten Bandes. Trotzdem habe ich es halt absolut geliebt, einfach weil ich es so, so schön fand, allein wieder die ganzen Protagonisten zu treffen, von ihrer Genialität mitzubekommen und sie einfach nochmal richtig in Aktion zu sehen und wie sie dann alle zusammengearbeitet haben und zusammen den letzten großen Kampf bewältigt haben. Ja, war einfach super, super toll. Also ich habe es echt geliebt, das Buch zu lesen. Es ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Highlight wie der zweite Band, aber das macht nichts, weil die Reihe einfach insgesamt damit jetzt so rund und gut abgeschlossen wurde, dass ich einfach völlig verliebt bin. Also ich weiß nicht, ich habe so Lust, die Reihe einfach jetzt nochmal komplett von vorne zu lesen und das Ganze nochmal mehr in dieser Gesamtheit betrachten zu können. Aber ich kann euch wirklich nur sagen,
Die Illuminae-Akten von J. Christoph und Amy Kaufman sind ein absolutes Must-Read. Diese Bücher sind einfach genial gemacht. Es ist eine umwerfende Geschichte mit grandiosen Charakteren. Und ach, ich liebe es einfach sehr. Die Aufmachung war auch hier wieder so, so toll und so mit so viel Liebe zum Detail gestaltet. Und ich liebe diese Reihe einfach. Ich kann sie euch nur empfehlen und unbedingt ans Herz legen. Es war definitiv ein super, super toller Reihenabschluss. Lest diese Reihe und ja. Ich habe mir jetzt als nächstes Buch Reminders of Him von Colleen Hoover ausgesucht. Das ist ja eins ihrer neueren Bücher, aber trotzdem will ich das jetzt gefühlt schon seit Wochen lesen. Und jetzt komme ich endlich dazu und ich freue mich super doll drauf. Colleen Hoover ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsautoren und auch das Buch hier scheint mir wieder sehr vielversprechend. Ich habe nicht viel Ahnung, worum es geht, aber ich habe schon die ersten 50 Seiten gelesen und bisher gefällt es mir wieder richtig gut. Es ist ein ziemlich typischer Colleen Hoover-Einstieg, würde ich behaupten. Aber es verspricht auf jeden Fall sehr gut zu werden. Und ich freue mich extrem drauf, das jetzt in den nächsten Tagen durchzusuchten und werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es mir gefällt. Ich finde das Buch bisher mal wieder unglaublich gut. Ich bin schon ungefähr bei der Hälfte angekommen und es ist einfach, ach, ich fühle die ganzen Emotionen, es ist so gut. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, aber ich habe gerade ein ganzes Kapitel lang einfach nur geheult, weil dieses Buch so schmerzhaft ist und es einfach sehr, sehr emotional mitreißt und ja, Colleen Hoover ganz allein einfach. Ich habe das Buch jetzt gerade beendet. Es war richtig, richtig gut. Es war mal wieder eine reine Achterbahn der Gefühle. Jedes Colleen Hoover Buch lässt mich immer so viele Emotionen spüren und ich bin einfach immer so gefesselt und eingesogen von der Geschichte. Ich liebe das einfach. Ich kenne kaum Autoren, die das so gut hinkriegen wie Colleen Hoover. Ich würde sagen, dass es jetzt rein von der Story her nicht ihr bestes Buch war, also es ist auf jeden Fall nicht mein Favorit von ihr. Trotzdem habe ich es unfassbar gerne gelesen und es ist definitiv ein 5-Sterne-Buch. Ich mochte es super, super gerne. Ich würde euch definitiv empfehlen, an dieses Buch ohne irgendein Vorwissen ranzugehen. Also lest euch am besten nicht den Klappentext durch. Colleen Hoover schreibt halt einfach Liebesgeschichten mit ganz besonderem Tiefgang, mit Background-Stories, die so viel mehr sind als einfach nur eine normale Liebesgeschichte und ich finde es jedes Mal so, so gut. Große Empfehlung von mir an der Stelle. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen und bin auch ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ich als nächstes lesen soll und ihr habt euch für Crush entschieden, den 2. Band der Catmere Academy Reihe. Nächsten Monat kommt schon der 3. raus, deswegen finde ich es sehr, sehr gut, dass ich jetzt endlich den 2. Band lese, damit ich dann quasi sofort mit dem 3. weitermachen kann. Sofern mir das Buch hier gefällt. Ich habe nämlich auch hier schon wieder sehr gemischte Meinungen drüber gehört. Also viele haben es sehr geliebt, viele aber auch nicht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ich fand den ersten Teil ganz gut. Er war sehr unterhaltsam, aber jetzt auch nichts, was mich irgendwie mega weggehauen hat. Also
ja, deswegen, ich habe keine großen Erwartungen an das Buch, aber hoffe, dass ich eine gute Zeit damit haben werde und starte damit jetzt. Kleines Update von mir zu Crave. Ich bin mittlerweile auf Seite 115. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Am Anfang mochte ich es nicht so gerne. Ich kann mich wirklich nicht mehr so gut an die Details aus dem ersten Band erinnern. Deswegen hatte ich hier so kleine Startschwierigkeiten, aber mittlerweile bin ich ganz gut drin in der Geschichte. Das Buch ist einfach sehr, sehr Young Adult. Das muss man auf jeden Fall wissen, bevor man diese Reihe liest, weil man sich ansonsten, glaube ich, sehr viel über die Naivität der Protagonisten aufregt. Aber dadurch, dass es irgendwie so unterhaltsam und spannend geschrieben ist, kann ich irgendwie ganz gut darüber hinwegsehen und lese es bisher ganz gerne. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt und lass mich mal überraschen, wie das Ganze hier noch wird. Auf jeden Fall sind die 115 Seiten bis jetzt wie im Flug vergangen und ich habe sie sehr gerne gelesen. Deshalb freue ich mich aufs Weiterlesen und halte euch natürlich auf dem Laufenden. Leider sagen, dass ich ein bisschen meine Schwierigkeiten habe mit dem Buch. Ich bin auf Seite 240. Für diese 240 Seiten habe ich jetzt schon fast 3 Wochen gebraucht, glaube ich. Das Buch catcht mich gar nicht. Also wenn ich erstmal dabei bin und es lese, dann finde ich es eigentlich ganz angenehm und jetzt auch nicht langweilig, weil schon was passiert. Aber ich habe absolut kein Verlangen in mir, nach diesem Buch zu greifen und zu erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Das interessiert mich einfach irgendwie gar nicht richtig, weil ich weiß auch nicht, die Charaktere sind halt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig und es gelingt mir nicht so ganz, eine Bindung zu denen aufzubauen. Es gab einen Twist, den ich ganz interessant finde, aber ich habe jetzt tatsächlich beschlossen, dass ich das Buch erstmal beiseite lege, weil ich das Gefühl habe, dass es mich gerade voll in eine Leseflaute bringt, weil ich einfach gar keine Lust habe, da drin zu lesen. Und ich aber gerade so viele Bücher habe, die ich unbedingt gerne lesen möchte. Deshalb wird das jetzt erstmal beiseite gelegt. Ich werde es vielleicht parallel als Hörbuch weiterhören. Also ich will es auf jeden Fall beenden. Aber ich werde jetzt erstmal mit einem anderen Buch beginnen und das hier beiseite stellen, weil irgendwie fühle ich es gerade einfach nicht. Ja, und deshalb werde ich damit jetzt auch diesen Vlog hier beenden. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich ihn angefangen habe. Also, dass ich Obsidio gelesen habe, ist jetzt wirklich schon 2 oder 3 Monate her. Deshalb ist es, glaube ich, an der Zeit, dass dieses Video hier endlich online geht. Ja, deshalb verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao!